Kriegen wir ein Update oder was? Ich soll also echt den ganzen Hightech-Kram erklären, den ich hier gerade mache? Nein. Okay, hier ist was. Was denn? Party-Einladung für Kang. Nette Empfängerliste. Für viele von denen habe ich schon gearbeitet. Die Party ist in Mount Olympus. Ist das ein Code? Ob du es glaubst oder nicht, das ist ein Stadtteil. Und die Party ist um Mitternacht. Ich sehe mir das mit Kai an. Bist du dabei? Ah, ich bin nicht so die Partymaus, aber... Klar. Sexy. So, und damit herzlich willkommen zurück bei Battlefield Hotline. Oh yeah. Steigen wir erstmal in eine Villa ein. Mache ich jeden Samstagabend Freizeitbeschäftigung. Ja, ich habe auch immer so ein Ding dabei. Was ist das? Okay, EMP steht drauf. Wo hast du das eigentlich her? Von Boomer. Der hat schon mit Bankräubern zusammengearbeitet. Habt ihr es gelesen? EMP für Kai. Aber nicht durch die Eingangstür. Warte, warte. Da. Wenn wir reingehen, müssen wir leise sein. EMP vor Kai. Wem gehört das Haus? Ja, ne? Neil Rock, mega Arschloch, steht auf Knarren und Drogen. Und interessiert daran, Dors Privatpolizei zu finanzieren. So, wir müssen da rein. Vermutlich ja. Alles bestens gemacht. Okay. Okay, sie hat den EMP ausgelöst. Darauf brauchst du nicht achten, der Strom ist aus. Das sind die Notlampen, der Strom ist immer noch weg. Glaub mir, Boomer ist ein Fachmann. Wenn du meinst. Okay. So. Ja, wo kommt man jetzt rein? Kann man aufs Dach? Huch. Nö. Okay, also übers Dach kommen wir schon mal nicht rein. Kommen wir irgendwie anders rein? Irgendwie hier? Ah, warte. Ah! Haha! Mensch. Ah, haha. Über die Sauna. Jetzt brauchen wir einen Ort für die Wanze. Oma sagte, eine Menge Ganoven kämen zu dem Meeting. Es gibt sicher einen Konferenzraum. Okay. So, können wir überhaupt was scannen? Ja, in 14 Metern. Kai, hier lang. Das ist hier dahinter. Jetzt wäre es hier ein bisschen zu ruhig. Solange keiner auf mich schießt, ist mir das recht. Ja, ne? Schießen ist blöd. So. Ist hier auch niemand? Also irgendwie dahin, die Beweise sind hinter der Wand. Da komme ich nicht ran. Los, gehen wir mal hoch. Okay. Wir mal kurz gucken. Haben wir hier noch irgendwas? Hey, hier haben wir ja noch Girls of the Sea. Ein sehr schönes Buch. Was ist denn da? Kann ich damit interagieren? Nee. 72 Grad, hier liegen noch Autoschlüssel. Okay. Draußen wurde ein Party gefeiert, da liegen sogar noch die Chips-Tüten rum. Wahnsinn. So. Wir sollen nach oben gehen. Ich mach das mal. Was für ein Arschloch lebt denn so da oben? Was? Was für ein Arschloch lebt denn so da oben? Drecksbude. Dreckspanorama. Hä? Dreckspanorama, sag mal. Alter, ist das geil. Guckt euch mal diesen Ausblick an. Hab ich irgendwas? Hm. Wenn ich jetzt wüsste, es gab irgendeine Möglichkeit, das HUD auszuschalten. Das würde ich jetzt so gerne machen. Ich mache trotzdem mal einen Screenshot hier so mit F12, ne? So. Können wir vielleicht trotzdem verarbeiten. Mal gucken. So, hier müssen wir rein anscheinend. Ja, aber kurz mal umgucken. Oh, scheiße. Sorry, Handy ist noch an. Ich schätze, das ist dein erster Einbruch, oder? Haha. Na, dann geh wenigstens ran. Oh. Lässt da einfach klingeln, ne? So, hier könnten wir rein. Okay, wir sind in... Hui. Das ist ja immer ein Duscher. Wo kommen wir hier lang? Sind wir jetzt hier? Ist hier noch irgendwas? Ne. Ach ja. Ein Laptop. Okay. Und hier? Ich sehe keinen Konferenzraum. Und du? Hoch in den zweiten Stock.
Sieht auf jeden Fall schon mal cool aus hier mit diesem Wasserfall. Sollen wir hier? Nicht. Okay, hoch in den zweiten Stock hier. Wo denn? Ach da. Ja, okay. Ich höre Autos. Weißt du das? Das Treffen ist in 2 Stunden. Laut Kangs E-Mail, ja. Such dir einen Ort für die Wanze. Okay. Ja, dann, ne? Wanze platzieren. Müsste klappen. Okay, Wanze platziert. Los jetzt. Oh oh. Scheiße. Komm schon. Auf in den Kleiderschrank. Okay, und jetzt? Hallo? Ah. Ich dachte, es ging um Mitternacht los. Gerade eine Planänderung. Hier entlang, Gentlemen. Stoddard. Ich dachte, Kang würde auch kommen. Kang kommt nicht. Seine Frau ist krank. Krank? Die ist erst 25. Was hat sie denn? Schnupfen? Kang wird nicht dabei sein, weil er tot ist. Genau deshalb haben wir das Treffen vorgezogen. Ich dachte eigentlich, du würdest ihn beschützen. Unser Schutzangebot ist nun mal breit gefächert. Wer war das? Du? Ich bin weg. Gentlemen, hinsetzen. Klappe halten. Lass den Mann gehen. Wisst ihr, es könnte doch alles so einfach sein. In Miami haben wir zwischen Wichsern wie euch vermittelt und Streitigkeiten wurden so beigelegt. Durch Reden. Wir wollen weder euer Gebiet noch eure Waren. Wir bieten ein Netzwerk aus Cops, Armeepartnern und Grenzschutz. Wer uns bezahlt, erhält Zugriff auf das Netzwerk. Es ging in Miami. Und es wäre schön, wenn die Hohen Herren auch hier endlich sowas wie Geschäftssinn entwickeln. Sehr gut. In Kürze kommt eine Limousine mit einigen der entzückendsten Teilzeit-Kosmologie-Studentinnen von ganz Hollywood. Bitte, die Party kann beginnen. Ach ja. Viel Vergnügen. Liegt dir was auf dem Herzen? Kangs Mörder war vielleicht ein alter Freund von mir. Und ich muss mit ein paar Leuten reden. Ich bin nachher wieder da. Deine Kohle ist bei mir in besten Händen. Keine Sorge. Okay. Der Mistkerl ist hier? Kai. Durch das Fenster kriegen wir ihn vielleicht. Vergiss Stoddard. Ich habe eine Idee. Was? Gib mir dein Handy. Okay. Ist da was Wichtiges drauf? Nur mein Candy-Spiel. Wenn wir das in eine der Aktentaschen schmuggeln, können wir es tracken. Du willst Dawes schmutziges Geld klauen, bevor es gewaschen wird? Ja. Klingt ja gut, aber das musst du alleine durchziehen. Halt, was? Ich muss mit Sergeant Stoddard sprechen, bevor er geht. Und wir können auch nicht zu zweit hier durchs Haus schleichen. Los, hilf mir mal. Ich hätte niemals vertrauen dürfen. Ist was Persönliches. Persönlich? Wegen denen war ich 3 Jahre im Knast. Wegen dir. Ist auch persönlich. Tut mir wirklich leid. Als ich im Knast war, starb meine Mom, Kai. Nick, das... Weißt du was? Vergiss es. Du bist mir scheißegal. Hui, warte Worte. Harte, aber warte. Ne, wahre Worte. So. Okay, wir haben ja auch irgendwo Beweise, aber die sind nicht hier, die sind anscheinend unten. Zum Poolhaus gelangen. Okay. Okay. Da ist niemand, ne? Nee. Ich finde den Ausblick einfach nur irgendwie zu geil. Wo ich eigentlich nicht so der Stadtmensch bin. Aber das hier ist ja eigentlich auch außerhalb, ne? Wenn man hier so guckt, das ist ja ist relativ außerhalb und du hast halt nur Blick auf die Stadt. So. Wer hat die Tür zugemacht? Oh, warte, hier oben ist nochmal... Hier oben könnte man nochmal umrüsten.
Aber ich glaube, eigentlich brauche ich nichts, ne? Munikit, Medikit brauchen wir alles nicht. Wir können noch den Taser mitnehmen, aber... Ach, komm. Ja, warte, kein Gadget? Ach so, den nicht. Panzerung wollte ich. So. Falls wir halt in eine Gefahrensituation gelangen... Oh. Bleib stehen. Das ist doch nicht mein Problem, oder? Dann noch einer. Oh. Den kann ich gerade nicht scannen. Aber es ist ein Haftbefehl, so wie steht fest. Ich glaube, den schalte ich mal mit F aus. Zeichne ich die Marke, den verprüge ich mal so ein bisschen hier. Buff. Okay. Und mit 4 Metern ist hier noch ein... Ah, das ist unter uns. Okay. Ja. Okay. Da ist auch noch einer. Den können wir auch noch mal ganz kurz hier so... Puff. Ach nee. Okay. Wisst ihr, was die spielen? Die spielen Dead Space. Das ist das Pausemenü von Dead Space. Sehr gut. Viscerel. Hier, da liegt's auch. Guck mal. Dead Space und Dead Space 3. Okay. Cool. Hier noch. Hier haben wir noch ein paar Controller. Ein bisschen Kokain muss ja auch sein, ne? Hat ja sonst nichts. Weiß nicht, kann ich die? Weiß nicht, ob ich den ausschalten kann, ohne dass es der drüben dann mitkriegt. Wow. Du kannst aber auch gerne hierher kommen. Das ist mir eigentlich sogar lieber. Weil wenn der hierher kommt, dann, ne? Dann geben wir dem mal kurz eine mit. Wenn er denn mal seinen Luxusarsch hier rüber bewegt, sind ja alles eh nur hier so tüchtige Geschäftsmänner, ne? Hey, seht euch das mal an! Wir müssen ausschwärmen! So. Nummer 1. Das hat jetzt jemand gehört. Kann ich vielleicht den hier? Sehr gut. Den hätten wir schon mal. Dann gehe ich hier nochmal auf den Balkon. Jetzt sind hier natürlich alle so ein bisschen aufmerksam. Mich gesehen? Mich gesehen. Ich verstecke mich mal wieder, damit mich nicht mehr sieht. Der weiß nicht, wo ich bin. Da ist der. Bin hier gar nicht. Ich komme da aber auch nicht mehr rein, ne, in den Raum. Hier muss er sein. Nee, okay, er hat mich verloren. Sehr gut. Er hat mich verloren. Das ist sehr gut. Letzte bekannte Position ist da oben. Okay. Kommen jetzt natürlich alle hier hoch. Nicht so gut. Schaffe ich es vielleicht hier rüber zu hechten? Ja. Perfekt. Wir haben 2 hier oben, wenn ich das richtig sehe. Mehr nicht. Einer ist da hinten, einer ist hier. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Huch, da guckt er ja durch. Ich nehme mal die Handfeuerwaffe. Die sind halt alle jetzt schon... Hat mich jetzt einer gesehen? Ich weiß doch nicht, wo ich bin, oder? Wisst ihr, wo ich bin? Der da unten weiß, wo ich bin. Das heißt, wenn wir den ausschalten, dürfen wir eigentlich keinen Problem haben.
Wissen die, wo ich bin? Ja, die wissen, wo ich bin, oder? Ich sehe ihn. Wenn ich mich jetzt noch einen Moment verstecke. Mal Tür zu. Siehst du mich? Wirklich? Der kommt gleich hier raus. An den geben wir dann schön eine mit. Können auch nochmal hier hinterlaufen. Dürfen hier ist kein Fenster. Natürlich ist hier ein Fenster. Verdammt. Okay, also sie haben nur noch Positionen, so in etwa, wo sie denken, dass ich bin. Oh, wir haben hier einen Scanner. Helfen wir da. Was ist das? Kurz gucken. Weißer Van. Na, der hat wohl schon einiges hinter sich. Rogues Firmenlaster, okay. Weiß nicht, ob wir es schaffen, das noch praktisch relativ unentdeckt zu machen. Wir sind ja eh, wo wir sind. Ich habe nur das Gefühl... Ne, das da hinten ist der Haftbefehl, ne? Verdammt! Was war der Haftbefehl? Habe ich den schon tot? Warte kurz. Weiß ich nicht. Ist der tot? Da? Nein. So. Da ist der Haftbefehl. Okay, er ist noch nicht tot. Kriege ich den hier? Sehr gut. Wenn die tot sind, ist es mir das lieber, als wenn sie noch frei rumlaufen. Was ich nicht weiß, zählt Tasern auch als Verhaftung? Ich versuche mich jetzt mal hier dahinter zu schleichen, dem dann vielleicht die Marke zu zeigen. Sehr gut. Okay, wir haben den Haftbefehl, wir können rumschießen. Alles klar. Möge die... Was? Kann ich hier noch? E halten und... Ah, Safe-Kombination. 02021 9505. Okay. So, hier ist noch irgendwo einer. Sagen, hier holen wir uns noch. Oder? Dein läuft da. Und den können wir hier mit der Handfeuerwaffe nochmal einen mitgeben. Hi. Achso, ich hab den. Ja, okay. Habe ich nicht erwischt. Okay. 25 Meter und 22 Meter in diese Richtung. Da haben wir erstmal das Beweis hier, dass hier irgendwie ein Bad. Oder im Büro. Okay, was haben wir da? Lieferzettel. Rock schickt diesem Typen irgendwas. Und zwar in rauen Mengen. Adresse in Florida. Okay. Interessant. So, und dann jetzt 50 Meter, das ist da hinten. Kommen wir da jetzt rein? Kommen wir, haben doch jetzt diese komische... Ah. Aha. Okay. Was ist das? Eine Fotowand. Rock hat irgendwas vor. Aber was? Weiß nicht, aber gründlich waren sie. Okay, da muss ich kurz cutten. Entschuldigung. So. Okay, eine Fotoleinwand. Und hier haben wir noch Überwachungsräume. Hätten wir vielleicht hier gucken können? Nee, ne? Nee. Ob wir das hätten öffnen können ohne es? Ohne den Geheimcode? Weiß ich nicht. Okay, mehr bringt nichts. Gut. Ne, Musik brauchen wir ja nicht. So, wir müssen jetzt... Was? Entschuldigung. Ich muss da runter, wenn ich das richtig sehe, ja? Okay. Okay. Den scheint es runter zu gehen irgendwie. Kann ich hier... Tat ein bisschen weh, aber ich hab's geschafft. Tja, hier hinten sind noch Beweise auf jeden Fall. So, wo geht's runter? Hier.
Na, schön aufpassen. Hier unten sind direkt Beweise. Ist aber auch niemand da. Da ist auch einer. Den ich aber irgendwie gerade nicht kennen kann. Okay, es ist auf jeden Fall keiner, der wichtig ist. Was, sein Weed? Ja, der sieht den doch gleich. Sie wissen nicht schon wieder, wo ich bin, oder was? Hä, warum ist da oben noch einer? Nein! Wo kam denn der her? Wir waren doch von hier oben gekommen. War der hier hinten oder was? Hä? Scheiße, wo ist der? Da. Wisst ihr nicht, ne? Wo er ist. Er ist unsichtbar für euch. Ah, und sie wurden mir wunderschön markiert. Sehr gut. Mich hier runter und zu sterben? Nein. Bewegung! Den Typen kann ich doch sicher. Hups! Geht wieder zum Hof! Hey, hey, hey! Hast du nichts gesehen? Findet ihn! Ja, findet mich. Versucht euer Glück, mich zu finden. Check da drüben! Ist das? 45T? Hab ich schon. So, jetzt kommen wir. Gehen wir noch in den Busch. Kommen wir noch mal aus dem Busch. Den haben wir noch nicht gescannt. Okay. Sie sitzen jetzt alle da vorne rum. Ah! Das habe ich noch geschafft. Dann der hat mich gesehen, oder? Arsch! Mann! Da! Ich gebe mich mal schnell in Deckung. Hä? Sag mal! Willst du mich verarschen? Wo kommt ihr alle her? Hier drüben! Wo kommen die alle her? Ernst mal? Ernsthaft mal? Da! Da drüben! Wo drüben? Hier ist keiner! So, jetzt sehe ich es ja wieder alle. Da oben sind noch welche, okay. Ja, da ist er gar nicht. Was erzählst du? Da ist niemand. Ach, da oben sind die. Da waren aber eben auch noch keine, oder? Sehen die mich den ganzen Tag? Na doch, der entkommt gleich, pass auf. So, ich gehe nochmal hier hinter. Hoffen, dass ich vielleicht hier runter kann. Nein. Möchte doch mal alle diesen Weg hier nach oben gehen und dann zur Seite, ne? Perfekt, danke. Möchte den nämlich nur sehr ungern begegnen. Upsala. Du hast zum Glück niemanden gesagt, wo ich bin. Das finde ich sehr nett. Weil ich ihn noch ausgeschaltet habe, bevor er irgendwas sagen konnte. So, dann gehen wir mal hier rein. Wollten wir ja eh schon vorhin rein. Und dann wird's zum Scannen. Was? Kiste mit SS-190 Munition. Es gibt nur einen Grund, warum jemand diese Munition braucht. Polizistenmörderkugeln. Okay. Ist hier noch was? Ist da was? Da. SWAT-Schutzwesten. Ach du meine Güte. Mit Polizistenmörderkugeln. Du Scheiße. Ah. Und auch Schalldämpfer. Rock bildet eine komplette Armee aus. Okay. So, und 70 Meter in diese Richtung ist noch was. Das heißt, wir versuchen jetzt nochmal hier vielleicht die Leute auszuschalten. Der stand sicher am Gewehrstand, der hat nämlich Kopfhörer auf.
Da hinten haben wir auch was Explosives. Exklusiv und explosiv in einem. Da oben sind noch welche. Rennen mal ein Stück. Damit wir nicht schon so langsam sind. Da deaktiviere ich mal den Alarm. Zum Glück haben sie mich immer verloren, bevor sie den Alarm ausgelöst haben. Sind noch welche? Da. Kriege ich die von hier? Wissen die, wo ich bin? Weiß es nicht. Weißt du jetzt, wo ich bin? Der eine weiß, wo ich bin. Wahnsinn. Die brennen doch an, mein Junge. Kannst doch nicht so lassen. Natürlich, wo ich bin. Komm, komm, sehr gut. Was? Wo lang? Wie die einfach die komplette Anlage zerschießen. Wenn die da oben kommen, werde ich gar nicht erst runter. Das heißt, die holen wir uns mal als erstes mit hier. So, komm schon. Sehr gut. Und da hinten ist noch einer. Der hier rumwackelt, als wäre er ein Jungspund. Na. Schön in den Lauf geschossen. So. Da war doch aber noch einer, oder? Ah, da ist auch ein Haftbefehl. Ach du meine Güte. Okay, den Haftbefehl möchte ich haben. Nein! Scheiße! Nein! Sag nicht, ich muss den ganzen Mist nochmal machen. Nein, oder? Meinst du die komplette Episode, die ich jetzt, also Folge, die ich aufgenommen habe, für umsonst, oder was? Wir haben uns zu viel versteckt. Weil wir unerkannt bleiben wollten. Wir wollten, dass die uns verlieren und dann wieder. Hui. Und natürlich müssen wir alles wieder machen. Aber wenn sie noch alle markiert. Da hinten ist der Haftbefehl. Das heißt, ich renne zuerst zu dem. Also was heißt rennen? Ich gehe zuerst zu dem Haftbefehl. Haben wir eigentlich noch das Zeug gescannt? Ja. Hier ist einer beim Weed. Oder beim Sträuchern, ich weiß nicht. Hat Spaß hier. Ne? Hast Spaß. So, und dann ist hier irgendwas zum Scannen. Scannen wir das nochmal ganz schnell. 7 Meter, 6 Meter, 5 Meter, 4 Meter, 3 Meter. Ist das hier drin, ne? Gucken wir mal nach. Hier hinten kommt eh keiner lang, hoffe ich mal. Ah, hier ist noch so ein. Ah. Tränengas. Von der übelsten Sorte. Da sollte man vielleicht nicht drauf schießen. So, jetzt versuche ich den da hops zu nehmen. Wie wir es ja schon kennen. Ah, sind zwei. Das ist einer. Ich möchte den gerne auf jeden Fall kriegen. So, wo gehen wir lang? Er geht übers Feld, okay. Kriege ich vielleicht beide mit dem Hände hoch? Jawohl. Guten Tag, ihr beiden. So, ich nehme erstmal kurz dich fest. Wenn wir einmal dabei sind. Dann nehmen wir doch dich fest. Dann jagt man hier kurz einen noch eine Kugel durch den Kopf und dann beende ich die Folge. Dafür heute ein bisschen länger, ne? Was ist das? Was? Selbstverpfleger? Was? Das kam mit Achievement? Ernsthaft jetzt? Das gab jetzt ein Achievement, dass ich den da... Okay. Ah, scheiße, der Alarm. Ja, komm. Haben die mich schon wieder verloren, oder was? Mach keinen Scheiß. Ah, da oben. So, wir stellen mal wieder auf Dauerfeuer. Na komm. Na, ach, duck dich doch nicht.
Der ist durch die Wand gefallen, habt ihr das gesehen? Hallo? Hallo? Und ich habe keine Muni mehr. Na, klasse. Nein, lauf doch mal die Treppe hoch, Mensch. Was ist? Läuft da nicht Treppe hoch? Hallo? Habe ich Munition jetzt wieder für? Jawohl. So. Hallo. Aua. Fick dich. Nein, nicht fick dich. Sagt man nicht. Man sagt, bitte gehe aus meinem Sichtradius. Wollte schon sagen. So, der hat doch sicher auch eine vollautomatische, ne? Ja, nee. Nee, den nicht. Schade. Was? Wo soll ich drin sein? Ne, bist du falsch, Kollege. Nein, da bin ich doch nicht. Mensch. Was glaubst denn du, wo ich bin? Hm? Was glaubt denn ihr, wo ich bin? Achso. Ach, da oben ist einer. Piu, 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 piu. Ach, verdammt. Warte. Piu, piu. So. Okay. So. Clear. Ich würde sagen, das wär's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Dass wir jetzt am Ende nochmal alles aufgeräumt haben. Wir haben trotzdem einen Haftbefehl gekriegt. Wir haben alle Beweise. Ich bin glücklich. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn wir weitergehen. Bis dahin. Tschüss. Mach einen schönen Tag.